Erfolgreicher Start der chinesischen Rakete Langer Marsch 5B am vergangenen Donnerstag. Die Rakete hatte ein erstes Modul einer chinesischen Raumstation ins All gebracht. Nach der Trennung von dem Modul begann sie, die Erde in einer unregelmäßigen Flugbahn zu umkreisen und verliert seitdem an Höhe. Unter anderem US-Sicherheitskreise äußerten die Befürchtung, dass der herabstürzende Weltraumschrott auf der Erde Schaden anrichten könnte. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr habt gerade einen Bericht aus einem Nachrichtensender am Anfang gesehen, und zwar hat er darüber berichtet, dass die chinesische Rakete gestartet ist in den Weltall, um eine Versorgungsmission durchzuführen. Dabei ist aber eine Komplikation aufgetreten, und zwar ist es aus der Flugbahn geraten, die Rakete, und schwebt jetzt unkontrolliert im All herum. Es wird gedroht damit, dass die Raketenteile sogar auf die Erde fallen können und bewohnte Gebiete treffen könnte. Somit hat sich wohl DICE und EA auch umentschieden, den Trailer zu veröffentlichen, denn in dem folgenden Trailer zum nächsten Battlefield gibt es eine Szene, die man im Audio gehört hat, dass eine Rakete gestartet ist, die anschließend beim Start explodiert ist und dann auch natürlich Leben gekostet hat. Somit würde die Veröffentlichung vom neuen Battlefield-Trailer natürlich der aktuellen Situation nicht gerecht werden und sollte auf jeden Fall nicht veröffentlicht werden, weil das wäre nicht so cool, wenn Leute es feiern würden, dass im Trailer bei der Raketenstart Leute umgekommen sind und hier dabei bei Spielen der Realität Einzelteile runterfliegen und Menschen wirklich das Leben kosten könnten. Somit hat sich wohl DICE auch umentschieden. Battlefield Insider, eine deutsche Insider-Seite, hat auf Twitter auch folgende Texte geschrieben, die ich auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Die Seite, schaut bei den Jungs vorbei und supportet sie. Und zwar schrieben sie folgendes: Im Aktuellen wird erwartet, dass Trümmerteile einer chinesischen Rakete im Rahmen eines unkontrollierten Wiedereintrittes in die Atmosphäre noch diesem Wochenende auf die Erde fallen werden. Bisher ist wohl nicht bekannt, wo genau die Trümmer landen werden. Idealerweise fliegen diese Trümmer ins Meer, im schlimmsten Fall aber auf bewohntes Gebiet. Hintergrund: China hatte den unbekannten Raketen namens Langmarsch 5B am 29. April 2021 im Rahmen der eigenen Weltraumaktivität gestartet. Die Rakete hat das erste Modul einer neuen chinesischen Raumstation ins All gebracht. Anschließend begann der Hauptteil der Rakete, die Erde in einer unregelmäßigen Flugbahn zu umkreisen, und verlierte seitdem unkontrolliert an Höhe. Hoffen wir das Beste und widmen uns nun zu dem Bezug, welchen dieses Ereignis auf den Battlefield Reveal Trailer haben könnte. Nach dem aktuellen Informationslage ist es ganz offensichtlich so, dass einige Insider der kommenden Battlefield Reveal Trailer bereits gesehen haben oder dessen Inhalt sehr genau kennen. Einer dieser Insider, der schon oft erwähnt wurde, Leaker Tom Henderson, welcher schon vor einigen Tagen detaillierte Skizzen verschiedener Szenen des Trailers veröffentlichte, die mittlerweile auch als vermutliche Screenshots aus dem Trailer aufgetaucht sind. Auf den Bildern ist unter anderem auch eine Rakete zu sehen, die kurz vor dem Start steht und eine unglückliche Entwicklung bevorsteht. Laut Henderson soll die Rakete im Laufe des Battlefield Reveals Trailers nämlich explodieren und dabei unter anderem Soldaten ums Leben kommen. Laut dem Text aus Battlefield Insider spricht es genau meinen Text an, und zwar wird es einfach ein sehr unpassender Zeitpunkt sein, sollten die wirklich den Trailer jetzt raushauen, weil man halt einfach dann feiert, dass das Spiel draußen ist, man feiert, dass die Explosion ist, dass Leute ums Leben kommen, und vielleicht könnte das aber auch China nicht so gefallen, wenn sie sowas sehen, dass ein Videospiel genau das vorhergesagt hat, was passieren sollte. Also vielleicht indirekt, die Rakete explodiert an sich in dem Trailer, aber hier werden ja Trümmerteile irgendwo hinfliegen. Aber trotzdem, es geht ja um das Hauptprinzip, dass Leute ums Leben kommen. Also somit könnte der Trailer demnächst wahrscheinlich tatsächlich, wie Group auch sich korrigiert hat, Ende Mai, Anfang Juni auftauchen. Anschließend schrieb Battlefield Insider noch folgendes, um es besser auch zu verstehen, warum der Trailer wirklich nicht veröffentlicht wird: Dass diese Begründung wird die Ursache für die Verspätung des Trailers ist, liegt zudem nahe, in der jüngsten die Audiospur des Reveal-Trailers von Leakern veröffentlicht worden ist. Auf der Audiospur hört man zum Schluss eine große Explosion, nachdem eine Rakete gestartet ist. Es liegt also nahe, dass sich EA und DICE aufgrund der aktuellen Situation dazu entschieden haben, den Trailer nicht wie geplant zu veröffentlichen und nun erstmal einmal abwarten, wie sich die annahende Katastrophe entwickelt. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, ich hoffe natürlich und ich bete auch für die Leute, die dort wohnen, und dass diese Sachen nicht passieren und nicht eintreffen werden, so wie sie jetzt einfach angekündigt wurden, sind, dass diese Einzelteile auf bewohntes Gebiet einschlagen werden und Leute töten werden. Hoffen wir mal alle zusammen, dass das nicht passieren wird, was die einfach jetzt schon vorhergesagt haben. Ich hoffe einfach, das wird einfach klimperlich ausgehen und dass wir alle wieder zufrieden weiterleben können.
keine lebenden Menschen geopfert werden mussten und dass wir anschließend auch unseren Gameplay-Trailer demnächst auch bekommen. Leute, seid auf jeden Fall nicht wütend auf DICE und EA, sie sind nicht schuld daran tatsächlich, dass jetzt der Trailer wieder verschoben wurde. Es liegt nicht daran, dass das Spiel unfertig ist oder andere Begründungen, die ich bereits gelesen habe im Internet, dass DICE und EA schon wieder verkacken werden mit dem Battlefield-Teil. Wechseln wir zu einem anderen Thema, und zwar gibt es Double XP für folgende Battlefield-Teile. Einmal für Battlefield 1, und zwar läuft die ganze Sache vom 1. Mai, das bedeutet schon längst bis zum 16. Mai, und in Battlefield 4 ebenfalls vom 1. Mai bis zum 16. Mai, da kriegt ihr einfach doppelte XP, also ist Zeit wieder Battlefield 1 auszupacken und Battlefield 4, wenn ihr da noch nicht Max Level seid, um da auf jeden Fall vorwärts zu kommen. Anschließend erwartet uns ebenfalls nochmal ein Double XP Event, und zwar für Battlefield 4 und Battlefield 1 vom 22. Mai bis zum 23. Mai und noch einmal Battlefield 4 und Battlefield 1 vom 29. Mai bis zum 31. Mai. Somit kommen wir auch zu Battlefield 5 Events, so kleine Mini-Events, und zwar könnt ihr vom 6. Mai bis zum 12. Mai Breakfu spielen und dann bekommt ihr 1000 Coins. Vom 13. Mai bis zum 19. Mai spielt ihr Conquest Small, dafür kriegt ihr 100 Battlefield Coins. Vom 20. Mai bis zum 26. Mai müsst ihr Breakfu spielen, dann kriegt ihr 100 Battlefield Coins. Und dann nochmal vom 27. Mai bis zum 2. Juni spielt ihr den Modus Outpost und kriegt 100 Battlefield Coins. Ja Leute, das war der Battlefield-Kalender, jetzt seid ihr auf dem Aktienstand rund um Mini-Events wie Double XP und bei Battlefield 5 die Modi-Events. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo. Wenn du neu bist, so verpasst du nicht die neuesten Informationen rund um Battlefield Leaks, offizielle Bestätigung und vieles mehr nicht. Bevor ihr abschaltet, heute ist der 9.5. heute am Sonntag um 18 Uhr werde ich live streamen auf meinem Kanal. Schaltet auf jeden Fall vorbei, wir spielen Battlefield 4 auf meinem Community-Server. Es wird auch wieder eine Facecam geben. Und zwar habe ich mir die neue PlayStation 5 Kamera bestellt und ich wollte sie live im Stream mal austesten, wie die Qualität von der Kamera ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut gerne beim Outro noch links die Videos an, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt bezüglich den neuen Leaks und offiziellen Bestätigungen von neuen Battlefield-Teilen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, haut rein. Ciao.